Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal eines der vielen Add-ons vorstellen, die wirklich, wirklich nützlich sind. Und zwar, wenn ihr wirklich mit iRacing fahren wollt oder mit anderen Rennsimulationen, schaut bitte mal, was es da Tolles gibt. Und zwar gibt es ein Add-on namens Crew Chief. Genauer gesagt Crew Chief V4, und das Ding ist wirklich der Hammer. Denn das übernimmt quasi die Rolle eines virtuellen Renningenieurs und erlaubt einen dann halt während der Fahrt Informationen zu erhalten und sich auch mit dem Renningenieur über Spracherkennung auszutauschen. Radio check. Da habt ihr es jetzt einmal gehört. Also es gibt zwei Stimmen. A, einmal der Renningenieur und B, dann, wenn ihr im Rennen seid, einen Spotter, der euch genau sagen kann, ob links oder rechts von euch noch ein Auto ist. Und das hilft im Zweikampf doch sehr. Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ihr ladet es auf der Webseite runter, startet es, bevor ihr iRacing startet. Macht ein paar Einstellungen. Es empfiehlt sich dann halt, wenn ihr mit dem Renningenieur auch per Sprache sprechen möchtet, auf dem Lenkrad eine Taste zu belegen, bei dem ihr was sprechen könnt und der Renningenieur antwortet euch. Das ist wirklich total verrückt. Pit lane speed limit is 60 km per hour. Disengage limiter. Wie ihr also gerade gehört habt, richtig cool. Ihr kriegt Anweisungen. You've just done a 120.18. Und der Ingenieur hält euch tatsächlich das ganze Rennen über auf dem Laufenden. Das heißt, ihr könnt die Augen auf der Strecke lassen und einfach wie im richtigen Leben zuhören, was um euch rum passiert. Das Ganze gibt es nicht nur für iRacing, sondern tatsächlich auch für viele andere Spiele. Und das ist definitiv ein Add-on, was ihr auf eurem PC haben sollt. Wie kommt ihr dran? Ganz einfach auf die Webseite des Anbieters gehen, thecrewchief.org. Dort kann man entsprechend die Informationen runterladen und dann das Thema installieren. Installation ist genau auf der Seite beschrieben und tatsächlich auch gar nicht so schwierig. Wie gesagt, einfach das Ding starten und automatisch habt ihr den Crew Chief am Ohr. Ich kann euch versprechen, das bringt das Racing nochmal auf eine andere Realitätsstufe. Klar sitzt ihr nicht im richtigen Rennwagen, aber es ist verdammt nah dran. Falls euch solche Videos gefallen, dann bitte lasst mir doch einfach ein Abo da, geht auf die Seite, liked das Video. Ich würde mich tierisch freuen. Ansonsten sieht man sich auf der Rennstrecke oder bis bald. Ciao.